Brüder und Schwestern in Christus, gestern habe ich eine sehr schöne Nachricht bekommen von einem Mitbruder aus meiner Heimat. Das ist ein anderer Mitbruder, Pater Zbigniew, der ist schon seit 35 Jahren in Zentralafrika zum Bischof von einer Diözese dort ernannt wurde. Es war für mich ein Aha-Erlebnis jetzt in diesen zwei Tagen, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie ich ihm vor einem Jahr begegnete. Also in meiner Urlaubszeit voriges Jahr im Juli, ganz am Anfang, die ersten 5 Tage, habe ich gemeinsam mit 2 Mitbrüdern und einigen Laien Exerzitien in Cieszyn, das ist an der polnisch-tschechischen Grenze, für Ordensleute und Priester gehalten. Und unter denen dort war auch auf Urlaub Pater Zbigniew. Ja, und das ist eine schöne Erinnerung für mich. Und diese Tage waren vor allem von Verkündigung der Frohen Botschaft geprägt, aber auch vom Gebet. Und diese Exerzitien, die ich damals mitgestaltet habe, sind charismatisch. Also wer die Charismatiker kennt, weiß, da gibt es ungewöhnliche Bewegungen aller Art beim Gebet. Und es ist nicht jedermanns Sache, ich muss ehrlich sagen, meins ist es auch nicht ganz, mich stört's nicht, aber ich mache da normalerweise nicht mit. Und Pater Zbigniew ist nicht anders, er ist ein ganz bodenständiger, ein ganz, ganz netter Mensch, aber er konnte damit, also mit dieser Ausdrucksform nicht viel anfangen, obwohl er schon 35 Jahre in Afrika ist und da ist es gang und gäbe, dass man bei der Liturgie tanzt oder Sonstiges so tut. Eines, was ich bei ihm bemerkt habe, dass er die 5 Tage hindurch doch einen Prozess durchgemacht hat. Exerzitien sind dazu da, einzukehren, auf das Wort Gottes zu hören. Und darauf hat er sich eingelassen. Obwohl es für ihn nicht einfach war, der ist schon um die 60, alle anderen waren, ja, 20 Jahre jünger im Schnitt und die verkündigten, ich war der Älteste, also mit damals 32 Jahren, ja, oder 33, egal. Auf jeden Fall, das ist schon eine besondere Situation. Und man hat gesehen, vom Tag zu Tag hat er sich mehr darauf geöffnet, was er schon sowieso 10-mal gehört hat. Aber wir haben da nichts Besonderes erzählt, sondern nur das Wort Gottes, jeden Tag 4-5 Stunden lang. Das ist schon anstrengend, dort Exerzitien zu machen. Er hat es durchgemacht. Warum ich davon erzähle? Na, weil es mir gefällt, es ist mein Mitbruder und ich freue mich über ihn, aber das hat doch etwas mit dem Sonntag, den wir heute feiern, zu tun. Wir haben in der Lesung aus der Apostelgeschichte, aus dem 1. Kapitel, also ganz am Anfang, heute einiges gehört. Als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, also danach, gingen seine Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück und dann gingen sie in ein Obergemach hinauf, wo sie ständig blieben. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Sie warten auf den Heiligen Geist, kennen ihre Unzulänglichkeiten, sind alles Verräter, die da sitzen. Die haben nicht zu Jesus gehalten, außer Johannes. Und sie wissen, sie müssen beten, bevor sie hinausgehen. Die Mitbrüder, die in Zentralafrika arbeiten, die werden normalerweise 2-mal im Jahr ausgeraubt. Aber so wirklich, da kommt eine bewaffnete Bande und sie nehmen ihnen alles weg. Wirklich alles. Letztes Mal, was ich gehört habe, vor ein paar Monaten waren sie unterwegs zu einer Missionsstation, wurden angehalten, durften noch aussteigen aus den Autos und weiter zu Fuß gehen. Autos waren weg und alles, was in ihnen drinnen war.
könntest du 10 Jahre lang sowas aushalten, dass du jedes Jahr vom Neuen anfangen musst und du weißt, du wirst in ein paar Monaten das alles loswerden, wofür du schwer gearbeitet hast. Die Mitbrüder tun das. Und ich kenne auch die Antwort, warum. Weil sie eine lebendige Beziehung zu Christus haben. Weil ohne diese Beziehung ist keine Nachfolge möglich. Weil wir schwach sind, weil uns alles weggenommen wird, was wir für diese Nachfolge manchmal auch so brauchen. Es gibt 1000 Gründe, warum es nicht möglich ist. Und diese Mitbrüder, die wissen, das Wichtigste ist ich und Gott. Wenn das funktioniert, dann kannst du dich dein ganzes Leben lang abmühen, erfolglos, ohne Erfolge zu erzielen und doch in der Nachfolge dein Glück finden. Es muss nicht immer so traurig ausgehen. Ich wünsche euch, dass es bei euch viel mehr Freude bereitet, aber es kann auch so sein, dass man das ganze Leben lang jemanden sucht, mit dem man dieses Leben teilen kann und niemanden findet. Das ist ein schweres Kreuz zu tragen. Dass man Freunde sucht, die man nicht finden kann, die man eigentlich auch brauchen würde. Ich lade euch heute dazu ein, sich selber diese Frage zu stellen. Wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Wie sieht mein Gebet aus? Weil das Gebet, das verbannen wir immer entweder auf die letzten Jahre unseres Lebens oder in den Kirchenraum. Aber lasst es euch sagen, ohne Gebet geht im Leben eines jeden Christen nichts. Du kannst 1000 Mal zu diesem Tisch hinzutreten, den Leib Christi zu dir nehmen und es wird nichts in deinem Leben verändern, wenn du nicht betest, also wenn du keine Beziehung zu ihm pflegst. Also Beten ist Beziehung pflegen. Das ist wie in einer Ehe oder in einer Beziehung. Es gibt auch Ehen, wo die Leute nach 20 Jahren, manchmal auch schon nach 3 Jahren, sich nichts mehr zu sagen haben. Das ist dann keine Beziehung. Und so ist es auch mit Gott. Wenn du nichts mit Gott zu besprechen hast, dann hast du auch keine Beziehung zu ihm. Dann folgst du ihm auch nicht nach. Du jubelst ihm vielleicht zu. Hey Jesus, ich mag dich. Es ist schön, am Sonntag bei dir zu sein. Aber das hat nichts mit deinem Leben zu tun. Vielleicht ist es so bei dir. Ich entdecke es bei mir immer wieder aufs Neue, solche Haltung. Und es ist nicht einfach, sie zu überwinden. Weil es ist einfacher, Gott zuzujubeln, als sich auf ihn einzulassen. Wir haben heute das so ein Teil aus dem Johannesevangelium gehört. Ein ziemlich unverständlicher Text, muss ich zugeben. Ich habe ihn nicht ausgesucht zur Verteidigung. Er steht einfach da. Dieser Text ist ein Teil der Abschiedsrede Jesu. Also Jesus weiß, was kommen wird und er erzählt noch seinen Jüngern, gibt ihnen letzte Anweisungen. Etwas Wichtiges. Ne? Und das, was wir heute gehört haben, ist ein Gebet, das Jesus für seine Jünger spricht. Und er spricht dieses Gebet, wie er selber sagt, für sie, nicht für die Welt, nicht für alle, sondern für diese Jünger. Und ich habe mich gefragt, warum macht Jesus sowas? Eigentlich müsste er für alle beten. Gott hat die ganze Welt geschaffen, also ist seine Verantwortung, auch für die Welt irgendwie zu sorgen. Und das ist so logisch, mehr oder weniger für mich. Und Jesus sagt hier ausdrücklich, für die Welt bete ich nicht, sondern für die, die hier sind. Und das heißt nichts anderes, als ich will auch eine Beziehung mit ihnen haben. Eine lebendige Beziehung, die von diesem Gebet auch getragen wird. Also ohne Gebet wäre das nicht möglich, die Jüngerschaft, die Nachfolge. Wie es konkret ausschauen kann,
das habe ich schon diesem Beispiel genannt. Diese Mitbrüder, die sich in der Mission abmühen. Sehr oft ohne Erfolg, mit Misserfolgen, gescheitert, sehr oft. Ja, und trotzdem haben sie die Kraft, immer wieder vom Neuen anzufangen und für Christus alles zu geben. Und dabei setzen sie sich auch für Menschen ein. Das kommt automatisch. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du zu viel Zeit mit Gott verbringst, dass für deine Mitmenschen keine Zeit mehr bleibt. Keine Angst. Ich garantiere dir, Gott wird dich schon hinauswerfen aus der Kirche, wenn du einem Menschen Hilfe leisten sollst. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin schon in St. Pölten fast 4 Jahre lang. Und das waren Jahre, in denen ich sehr viel gelernt habe. Es waren sehr schöne Jahre, aber das waren die schwierigsten 4 Jahre in meinem Leben. Eines habe ich hier gelernt und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also in unserer Pfarrgemeinde mögen mich nicht alle. Und das ist okay, ich habe kein Problem damit, ich mag auch nicht alle. Und das ist auch in Ordnung, ich muss nicht alle mögen. Ich muss alle achten und versuchen, ihnen ein Diener zu sein, also im Dienst des Herrn. Und sehr viele haben sich abgewandt, sind ihre eigenen Wege gegangen. Damit habe ich auch nicht das Problem, ist angenehmer die Arbeit, wenn die, die streiten, einfach sich eine neue Gemeinde suchen oder ich mir einen neuen Weg suche. Gibt es keine Berührungspunkte, es ist einfach. Aber das ist nicht der Weg der Nachfolge Christi. Ich habe bemerkt, Menschen, die mit mir nicht einverstanden sind, die mich vielleicht manchmal auch nicht mal achten. Wenn sie sich dazu überwinden, mit mir zu beten, gemeinsam, wenn ich mich dazu überwinde, mit seinem Menschen zu beten, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, dann ist Unmögliches möglich. Dann werden wir zu Brüdern und Schwestern im Herrn. Er ist dann derjenige, der das schafft, was unmöglich scheint. Frag dich selber, du hast sicher solche Menschen, die du nicht ausstehen kannst, mit denen du deine Probleme hast. Es gibt genug. Ich könnte eine lange, lange Liste schreiben. Und frag dich, wie dein Gebet in dieser Hinsicht aussieht. Weil es ist nicht immer möglich, mit dem Menschen zusammenzukommen, mit ihm zu beten, aus vielen Gründen. Aber bist du bereit, für diesen Menschen zu beten? Bist du wenigstens dazu bereit? Das ist die Frage. Christus in diese Beziehung einzulassen, Christus einzuladen, verwandle du in mir, was mich hindert daran, diesen Menschen Schwester oder Brüder zu sein. Das ist die große Einladung, die ich heute aus den Texten herauslese. Und ich lade euch, oder ich bitte euch um eine Sache, dass ihr für meinen Mitbruder, den Pater Zbigniew, vielleicht heute oder morgen ein gegrüßet seist du Maria oder ein anderes Gebet spricht. Ich würde gerne hinfliegen nach Zentralafrika zu der Bischofsfeier. Das wäre toll für mich, wird sowieso nicht möglich sein. Und deswegen, weil ich nicht mit ihm gemeinsam beten kann, werde ich für ihn beten die nächsten Tage, dass es ihm gut geht, dass er wirklich den Dienst, zu dem er berufen worden ist, auch gut verrichten kann, zum Heil der Menschen und auch seinem eigenen. Das ist die einzige Bitte, die ich heute an euch richte. Alles andere könnt ihr auch vergessen. Hört auf das Wort Gottes und versucht es in eurem Leben umzusetzen. Das ist wesentlich und entscheidend.